Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich euch heute mein Unboxing, aber natürlich auch meinen ersten Eindruck zum Apple iPad der sechsten Generation oder manche nennen es auch einfach nur Apple iPad 2018 zeigen möchte. Apple hat dieses iPad der sechsten Generation nun vor einigen Tagen vorgestellt und das zu einem, wie ich finde, relativ fairen Preis von 349 Euro. Und was man zu diesem Preis bekommt oder für diesen Preis bekommt, das seht ihr natürlich in den nächsten Minuten meines Videos. Des Weiteren werde ich auch einen ganz kurzen optischen Vergleich zum Apple iPad Air der zweiten Generation machen und wenn die Zeit noch ausreichen sollte, auch mal ganz kurz den Apple Pencil vorstellen, den ich mir in dieser Kombination, nämlich iPad der sechsten Generation und Apple Pencil bestellt habe. Jetzt kommt aber noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit dem Unboxing, aber natürlich auch meinem Ersteindruck zum Apple iPad Modelljahr 2018. Damit möchte ich auch schon das Unboxing des Apple iPad der sechsten Generation starten und zu Beginn mache ich natürlich erstmal einen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung. Auf der Vorderseite haben wir natürlich erstmal das Produkt an sich, nämlich das Apple iPad in einer Seitenansicht und ihr könnt schon direkt sehen, welches Modell ich mir hier gekauft habe, nämlich in der Farbe Gold. Gibt es noch in der Farbe Space Gray und auch Silber und dann in zwei Speichervarianten, komme ich aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Auf der linken und auch auf der rechten Verpackungsseite habe ich nochmals den Hinweis, was ich mir gekauft habe. Hier logischerweise ein iPad und im Kopf und im Fuße der Verpackung haben wir nochmals das Apple-Logo. Interessanter wird es dann tatsächlich auf der Rückseite, denn hier habe ich erste Hinweise, welches Gerät ich gekauft habe, nämlich das Apple iPad 6. Generation mit Wi-Fi-Funktionalität. Gibt es noch mit LTE-Unterstützung, das heißt mit Verwendung einer SIM-Karte. Kostet dann ein paar Euro mehr und es gibt das Ganze in zwei Speichervarianten, nämlich in 32 und in 128 GB. 64 oder 256 wird erst gar nicht angeboten. Und ich glaube, mittlerweile sind 128 GB zumindest bei einem iPad schon Pflicht. Denn in Zeiten, wo man sich zum Beispiel Videos herunterladen kann bei Amazon oder auch Netflix, sind eben diese 32 GB relativ schnell belegt. Und damit packe ich das Ganze auch aus. Deckel ab und zum Vorschein kommt natürlich erstmal das iPad. Werde ich aber auch nochmal ganz kurz zur Seite legen, denn wir wollen uns ja den weiteren Verpackungsinhalt anschauen. Kommt natürlich zum einen das Daten- und Ladekabel zum Vorschein. Auf der einen Seite vollwertiger USB-Anschluss, nämlich links für das Ladegerät. Auf der rechten Seite haben wir den Lightning-Anschluss. Das heißt, diesen Anschluss kann ich auch beidseitig verwenden. Das heißt, auf die eine oder andere Weise in das iPad der sechsten Generation reinstecken. Kennt man auch schon von vorherigen Geräten, von daher nicht wirklich was Neues. Und dann habe ich natürlich noch etwas Lesestoff, das heißt Quick Start Guide, Schnellstartanleitung, alles in verschiedenen Sprachen, Garantiekarte, Sicherheitshinweise. Gibt es denn eigentlich auch, muss man natürlich auch mal schauen, Aufkleber? Sehe ich momentan nicht, oder? Doch, natürlich. Es gibt auch wieder zwei Aufkleber, das heißt zwei Apple-Aufkleber sind natürlich auch hier dabei. Und der Quick Start Guide, relativ klein gehalten, zweiseitig bedruckt. Tipps, Lightning-Connector wird angezeigt und auf der Rückseite oder auf der anderen Seite Standby-Button, Lautstärke-Volume-Button und Touch-ID, wo das alles positioniert ist, werde ich euch aber auch gleich noch zeigen. Und zu guter Letzt kommt noch das Netzteil zum Vorschein. Hier mit einer Ausgangsleistung von 10 Watt müssten das sein. Ist, glaube ich, zum Vorgänger komplett identisch, von daher auch nichts Neues. Kopfhörer standardmäßig natürlich nicht dabei, von daher widmen wir uns dem Apple iPad. Hier haben wir noch eine Folie und ihr könnt jetzt auch schon die Farbe sehen. Und damit ist es auch schon ausgepackt. Ist die Farbe Gold oder soll die Farbe Gold sein? Wobei ich auch gerade in der Kamera sehe, das sieht tatsächlich schon etwas anders aus gegenüber dem, was ich hier momentan vor mir liegen habe. Ich würde es eher in einen Kupferton stecken, statt in einen Goldton. Dazu hole ich auch mal das iPad Air 2 ins Bild. Das wurde auch, glaube ich, schon als Gold verkauft. Und ihr könnt sehen, sind zwei komplett unterschiedliche Farbtöne. Auf der einen Seite ein richtiges Gold, auf der anderen Seite eher Bronzeton. Von daher sieht das etwas anders aus. Hier oben die Leiste bedeutet eigentlich im Grunde genommen nur beim iPad Air 2, dass ich auch hier LTE-Unterstützung hatte. Von daher ist das der einzige Unterschied. Rückseite wieder aus Aluminium gefertigt. Fühlt sich natürlich sehr hochwertig an, nimmt aber auch relativ leicht Fingerabdrücke auf. Auf der Rückseite haben wir dann auch noch das glänzende Apfellogo.
Ja, auch, kann auch sehr schnell zerkratzen. Ich benutze das Ding sowieso nur in einer Hülle. Wir haben hier dann eine 8-Megapixel-Hauptkamera-Möglichkeit, Videos in Full HD aufzunehmen oder auch sogar Zeitlupen-Videos mit 120 FPS. Zweites Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Ansonsten ist die Rückseite clean. Auf der rechten Seite haben wir hier die zweiteilige Lautstärkewippe. Lautstärke hoch, Lautstärke runter, nichts Neues. Wir haben dann im Kopf des Gerätes noch den Ein- und Ausschalter, das erste Mikrofon und hier auch einen Headset-Anschluss. Das heißt, hier habe ich auch die Möglichkeit, direkt ein Headset, also Kopfhörer, anzuschließen. Auf der linken Seite haben wir nichts und im Fuße des Gerätes haben wir dann hier noch den Lightning-Anschluss, Stereo-Lautsprecher, das heißt zwei Lautsprecher links und rechtsseitig davon. Das war es im Grunde genommen auch schon. Und dann kommen wir auch schon zur Vorderseite. Hier alles wie gehabt, 9,7 Zoll IPS-Display, Auflösung 2048 mal 1536 Pixel, sind 264 ppi. Wir haben im oberen Bereich eine 1,2 Megapixel Frontkamera, natürlich auch FaceTime geeignet, das ist kein Problem, wobei 1,2 Megapixel schon relativ wenig sind. Und im unteren Bereich haben wir Touch-ID, natürlich zum sicheren Entsperren des ganzen Gerätes. Ansonsten kommt hier ein A10 Fusion Chip zum Einsatz, 64-Bit fähig natürlich, M10 Comprozessor erwähnt, 32 und 128 GB Speicher, WLAN AC, leider nur Bluetooth 4.2 und Preise beginnen, wie gesagt, ab 349 Euro. Und um mal einen Vergleich zu machen zum Apple iPad Air 2, hole ich das mal ganz kurz ins Bild. Ihr könnt das sehen. Auf den ersten Blick unterscheiden die sich von den Abmessungen im Grunde genommen gar nicht, denn die sind gleich hoch und auch gleich breit. Das heißt 240 mm mal 169,5 mm. Wenn man sich allerdings das Profil anschaut und dann auch mal beide Geräte in die Hand nimmt, wird man dann schon Unterschiede feststellen. Jetzt hier im hinteren Bereich habe ich das iPad der sechsten Generation, 7,5 mm dick, iPad Air 2 6,1 mm und 469. iPad der sechsten Generation zu 437 Gramm. Das heißt, das iPad Air 2, das etwas ältere Modell, ist auch etwas leichter. Dafür haben wir hier einen deutlich größeren Akku, der bereits in der fünften Generation zum Einsatz kam. Von daher, ja, kann man damit zufrieden sein, oder auch eben nicht. Definitiv längere Akkulaufzeiten als das iPad Air 2, definitiv schnellerer Prozessor. Hier, glaube ich, kam noch der A8 zum Einsatz. Von daher ist das alles vollkommen in Ordnung? Und zu guter Letzt werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den Apple Pencil. Und das Teil ist eigentlich im Vergleich zu dem iPad der sechsten Generation schon sehr, sehr teuer, denn das Ding kostet immer noch 100 Euro oder vielmehr 99 Euro. Von daher, ja, es ist nicht so wirklich cool, aber man nutzt es eben oder man will es natürlich nutzen, wenn man auch das iPad, und das habe ich eben vergessen zu sagen, mit dem Stift bedienen will. Denn das ist das iPad, außer nach dem iPad Pro, was man tatsächlich mit diesem Stylus, mit dem Apple Pencil bedienen kann. Zum einen haben wir natürlich auch hier wieder etwas Lesestoff, aber auch zum Beispiel hier im oberen Bereich eine Ersatzmine. Dann habe ich hier einen Connector und ihr könnt das sehen. Ich habe hier die Möglichkeiten, den Pencil auf zwei verschiedene Arten zu laden, nämlich zum einen, indem ich den Pencil direkt in das iPad stecke, nämlich über den Lightning Port. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Möglichkeit, hier ein ganz normales Ladekabel mit diesem Adapter und dann dem Pencil zu verwenden. Relativ einfach. Ich finde gut, dass das direkt mitgeliefert wird. Ansonsten hier nochmals eine ganz kurze Bedienungsanleitung, wie der Ladevorgang hier zumindest mit dem iPad funktioniert. Und dann natürlich noch etwas Lesestoff in diesem Falle, aber keine Apfelaufkleber dabei. Und dann kommt hier der Pencil zum Vorschein. Ich glaube, der hat sich nicht geändert gegenüber dem Pencil aus dem vergangenen Jahr. Auf der Rückseite eine Schutzkappe kann ich abnehmen. Ihr seht hier den Lightning Port. Den stecke ich natürlich ins iPad, um das Ganze zu laden. Und im oberen Bereich habe ich dann die drucksensitive Taste oder Spitze vielmehr, um damit schreiben zu können. Liegt aufgrund der Größe natürlich sehr gut in der Hand. Ich kann euch das natürlich jetzt momentan nicht zeigen, weil es eben noch nicht eingerichtet ist. Ihr habt hier allerdings auch den Nachteil, dass ihr das Teil nirgendwo verstauen könnt. Das heißt, ihr müsst diesen Pencil wie einen ganz normalen Stift verwenden. Ihr könnt ihn, ich glaube, nicht irgendwo hier an die Seite heften, wie das zum Beispiel andere Hersteller machen. Das ist etwas schade. Mit einer entsprechenden Hülle werdet ihr aber auch die Möglichkeit haben, diesen Apple Pencil verstauen zu können. Damit bin ich durch mit meinem Unboxing und auch meinem ersten Eindruck vom Apple iPad der sechsten Generation.
auf den ersten Blick kaum Unterschiede zum iPad Air der zweiten Generation. Es ist etwas dicker, es ist etwas schwerer, dafür größerer Akku, dafür schnellerer Prozessor und ein drucksensitives Display. Das heißt, ich kann dieses iPad der sechsten Generation mit dem Apple Pencil benutzen. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.